Ariana Grande spricht irgendwie mit einer falschen Stimme. Lass uns das doch mal gemeinsam analysieren. Warum ist sie in einem Interview jetzt so mit einem richtig hohen Kehlkopf unterwegs und dann mit einem tiefen Kehlkopf? Was hat das auf sich? Machst du das eventuell auf? Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass du das auch machst. Ich habe das nämlich gerade eben gemacht. Jetzt ist ein tiefer Kehlkopf. Und jetzt ist wieder ein höherer Kehlkopf. Und lass uns gemeinsam das Video anschauen. Okay, too much. Let's go. I was literally living there and I felt like I woke up today and I felt like Austin Powers being unfrozen. Like I was like, where have I been? Ja, was uns jetzt gleich auffallen wird, ist, Ariana Grande spricht mit einem tieferen, abgesenkteren Kehlkopf. Das heißt, sie wechselt und ändert hier die Position. Ich sag auch gleich dazu, warum sie das macht. Und sie wechselt gleich in eine sehr hohe Kehlkopfposition. I love that reference, by the way. Yeah. I have not heard an Austin Powers reference in so long. I mean, that's the only thing I thought. That's how I felt. I was like, what has happened? Yeah, I don't know. What happened? Writing a lot and maybe there's some more, but I would like to do a deluxe at some point. So I was in vocal lessons and acting lessons with Eric Vitro and Nancy Banks. Ja, also was wir jetzt hier schon mal erkennen können, ist, dass Ariana Grande, ja, tieferer Kehlkopf. Also grundsätzlich ist es so, an alle da draußen, wir sprechen mit verschiedenen Kehlkopfpositionen auch im Alltag. Es ist also nichts Ungewöhnliches, dass du und ich, wenn wir mit Babys sprechen oder mit Hunden und Katzen, dass der Kehlkopf sich da ziemlich hoch gehen kann, teilweise plus 3. Hey, du bist aber süß. Hallo, wie geht's dir denn? Das ist ein sehr hoher Kehlkopf. Im Alltag passiert das eben, wenn wir jetzt irgendwie mit unserem Hund sprechen. Benno, Benno, komm mal her. Zack, ist der Kehlkopf hoch. Babys, Hunde. Dann natürlich kann es sein, wenn man freudig ist, man ist aufgeregt, man hat gute Nachrichten, da hebt sich der Kehlkopf auch hoch. Und da geht man teilweise in der Gesangswelt auch mit Zahlen ran. Man sagt neutral, plus 1, plus 3 und so weiter. Und hat hier eine höhere Kehlkopfposition. Beim Umgekehrt gibt es das auch, wenn man bequem ist, wenn man müde ist, wenn man traurig ist, dann geht der Kehlkopf runter, minus 1. Jetzt bin ich gerade aufgewacht, boah, ich bin so müde, ich bin so kaputt, ich habe heute echt gar keinen Bock. Dann ist der Kehlkopf abgesenkt oder jemand ist sehr traurig, Schicksalsschläge, das führt auch dazu, dass der Kehlkopf sich absenkt. Also völlig normal. Oder, keine Ahnung, sexy time, dein Freund, deine Freundin massiert mal deinen Nacken und sagt, du bist aber ein Süßer. Da bewegt sich auch bei einigen der Kehlkopf entweder runter oder hoch. Also ganz unterschiedlich. Das heißt, im Alltag sprechen wir mit vielen verschiedenen Kehlkopfpositionen. Das führt auch zu verschiedenen Klangfarben. Logischerweise. Beim Singen, und das, da verteidigt sie sich jetzt hier, beim Singen sagt sie, es ist völlig normal, also beim Singen ist es völlig normal, mit diesen Kehlkopfpositionen zu spielen und auch den Kehlkopf nicht bewusst nur in einer Position zu halten. Logisch, wenn wir in hohe, kraftvolle Töne gehen, wie Belting als Technik, geht der Kehlkopf hoch. Das ist, da führt kein Weg dran vorbei. In der Klassik ist der Kehlkopf die ganze Zeit unten zum Beispiel. Deshalb auch im Musical ist der weitgehend höher positioniert und viele Musical-Darsteller leiden unter Muscle-Dysphonia, weil auch die Muskulatur sich verschiebt, verengt, verkrampft, weil der Kehlkopf künstlich da oben die ganze Zeit gehalten wird, wo er vielleicht nicht hingehört. Das heißt, das ist schon auch, das kann auch zum Problem führen, aber grundsätzlich ist das normal und der sollte sich auch bewegen, der Kehlkopf. Denn oftmals die Verengung, die wir haben, die Verkrampfung, die wir haben, das Drücken und Pushen, das kann auch dazu kommen, dass man dazu führen, dass man eben nicht den Kehlkopf richtig positioniert hat. Und hier sehen wir das ganz stark, dass sie in diesen Baby-Larynx reingeht, in dieses sehr Mädchenhafte und die ganze Zeit da oben ist. Die ganze Zeit mit einem sehr, sehr hohen Kehlkopf. God is a woman, ja. Keine Ahnung, jetzt bin ich die beste Ariana Grande Impersonator, aber Britney Spears ist ja auch so unterwegs. I wasn't supposed to know. Und wenn wir hier mal reingehen, vocal lessons, and I love my vocal lessons, and I have a little bit of a eerie touch into it, it's a little bit eerie,
even though I might not like it, I can make it a little bit higher. Also ich kann jetzt anatomisch nicht mehr weiter höher gehen. Das ist dann auch einfach auch eine anatomische Sache, aber ihr hört ganz klar, der Kehlkopf ist bei ihr echt hoch. Lass mal kurz weiterschauen. For, like months before my first audition, because wow. Glinda's a soprano, like opera soprano, not in the way that I'm like a soprano in my pop, whatever. Mm-hmm. It's just a very different placement in the voice. Mm-hmm. And I was just training it because even though like the notes were there, it's a different placement and it's like singing them completely. Yeah, und hier sagt sie auch, habit, speaking like this for 2 years and also vocal health. I intentionally change my vocal placement high, low, often depending on how much singing I'm doing. I've always done it this way. Sorry, das ist so klein, ich kann das gar nicht lesen. Ja, also das ist natürlich so, wenn jemand sich das angewöhnt hat, immer ständig die ganze Zeit mit einem hohen Kehlkopf zu sprechen und auch ein bisschen luftig zu werden dabei, dann braucht man sich natürlich auch nicht wundern, wenn alle Leute jetzt ganz plötzlich komisch darauf reagieren, wenn mein Kehlkopf so hoch ist. Jetzt ist mein Kehlkopf sogar noch ein bisschen noch höher. Und God is a woman, und da oben bin ich. Genauso wie es im Umkehrfall. Wenn man jetzt ganz tief spricht, im Umkehrfall würde man jetzt zum Beispiel so sprechen, ganz tief. Hallo, mein Name ist Tanja Levy und ich lebe aktuell in Hamburg City und ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Das ist ein tiefer Kehlkopf. Ja, also ist es gesund? Nein, es ist nicht gesund. Auch ich habe mal eine Zeit lang mit einem sehr tiefen Kehlkopf gesprochen, aus Bequemlichkeit, aus Habitus, Gaumensegel war unten, ich war sehr nasal, ich hatte dann auch eine Nasen-OP, bliblablub. Ja, aber wichtig ist, dass ihr dann dagegen arbeitet, dass ihr schaut, ich muss mich anders positionieren. Das ist auch nicht gesund, immer eine Positionierung oben oder unten zu haben. Das ist Stress für die Stimmbänder dauerhaft. Und da können wir jetzt wirklich ewig und 3 Tage reingehen mit solchen anatomischen Krimskrams. Aber ich glaube, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, wie sehr das tatsächlich auf die Stimme geht. Ne? Ja, schreibt aber unten rein in die Kommentare, was sagt ihr dazu? Benutzt ihr im Alltag euren Kehlkopf auch rauf, runter? Beobachtet das mal. Glaubt es mir, wenn ich es euch sage. Ihr seid im Alltag wahrscheinlich mit Freunden ganz anders, mit Familie in anderen Settings. Wenn ich bei der Bank sitze und nach einem Kredit frage, ja, also Herr Schmidt, das kriegen wir doch easy hin. Der Kredit wird abbezahlt mit so und so viel monatlich. Schön, Sie wiederzusehen. Ach, ich freue mich jedes Mal, Herr Schmidt. Das ist ein ganz anderer Kehlkopf, ne, by the way. Und wenn ich die Ansagen hier auf YouTube mache, hallo meine Lieben, ja, dann ist der Kehlkopf auch sehr hoch. Und normalerweise, wenn ich mit Freunden rede, ist der Kehlkopf eigentlich relativ tief. Ja, Hashtag starke Stimme, Hashtag du bist nicht allein, Hashtag ich bin auch auf Instagram mit so viel mega, mega geilen Content. Und ich freue mich, euch damit zu unterstützen und Tipps zu geben und Tricks und euch teilhaben zu lassen an meinem Leben, was ich so mache. What I eat in a day as vocal coach. You should eat too, weil ich esse alles, was keine Säure hat. Weil ich passe wahnsinnig auf meine Stimmbänder auf. Und ich freue mich, euch auf TikTok zu sehen, Instagram, YouTube und let's connect. Und lass uns gemeinsam deine Gesangsreise starten.